Hi, ich bin's wieder, Björn, und in diesem Video möchte ich dir sagen, wie wichtig das richtige Umfeld für dich ist. Wir alle bewegen uns in bestimmten Kreisen, das heißt, dass wir Freunde haben, mit denen wir aus Gewohnheit befreundet sind, dass wir Leute kennen und uns in Kreisen bewegen, wo wir uns irgendwo wohlfühlen. Nichtsdestotrotz sollten wir auch manchmal überlegen, sind das die richtigen Leute, mit denen wir uns umgeben? Inspirieren sie uns? Sind es Vorbilder? Unterstützen sie uns bei unseren Vorhaben? Umgib dich mit Menschen, die dich fördern, die an deine Träume glauben, die dich nicht belächeln. Ich habe eine Menge Menschen kennengelernt, die gesagt haben, hey, das und das schaffst du nicht, das und das ist schwierig. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass es für sie selbst sehr schwierig oder unmöglich ist. Das Ganze ist eine Reflexion ihrer selbst. Wie sollen Leute urteilen, ob du etwas kannst oder nicht? Was Leute machen können, ist, dich zu unterstützen bei allem, was du willst. Ihr kennt den Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Indem ich zum Beispiel selbst mein Umfeld geändert habe, habe ich viel mehr Chancen bekommen und Möglichkeiten erhalten. Such dir Vorbilder. Das können Schauspieler sein, Sänger sein, Politiker sein, historische Persönlichkeit, Lehrer sein. Na gut, Lehrer vielleicht nicht? Egal, such dir Menschen, die eine bestimmte Vision haben. Du wirst nicht den gleichen Weg gehen und in deren Fußstapfen treten. Aber zumindest zeigen sie dir eine Vision, sie zeigen dir eine Richtung, an die du dich orientieren kannst. Umgib dich mit optimistischen Menschen. Damit meine ich jetzt nicht Menschen, die Sudoku mit einem Kugelschreiber machen. Aber glaub mir, wenn ein positiver Mensch mit einem negativen Menschen ist, dann werden sie sich irgendwo treffen. Es wird kaum möglich sein, für den positiven Menschen den negativen Menschen komplett auf seine Ebene zu ziehen. Im richtigen Umfeld kann jeder aufblühen. Es gibt diese tolle Geschichte von Eckart von Hirschhausen, in der er über den Pinguin redet, wie er ihn unterschätzt und was es doch für ein wundervolles Wesen ist. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Hammer, hammer. Pessimisten denken, das Licht am Ende des Tunnels ist der Zug. Schau dir dein Umfeld an, such Menschen, die dich inspirieren, damit du irgendwann selbst die Inspiration bist. Denn keiner schreibt deine Geschichte. Ich glaube an dich.